Hallo, ich möchte euch heute die Pflege einer Narzisse erklären. Dies hier ist eine Narzisse, hat hier oben eine glockenförmige Blüte. Die Narzisse besteht aus drei oder auch mehreren Zwiebeln, also eine Zwiebelpflanze. Das erkennt man hier unten an den Zwiebelknollen. Und dazu möchte ich erwähnen, Zwiebelpflanzen kommen jedes Jahr, blühen Zwiebelpflanzen erneut auf. Ihr müsst, wenn die Narzisse verblüht ist, einfach die Narzisse komplett runterstutzen mit einer Schere. Dann nehmt ihr die Zwiebeln einzeln oder zusammen, das ist egal, raus. Packt sie eventuell in einen Schuhkarton oder in eine Tüte und lagert diese dunkel im Keller. Dann holt ihr sie im nächsten Jahr, so ab Februar, holt ihr die Zwiebeln raus. Verbuddelt sie quasi wieder in der Erde oder in Blumenerde und könnt sie dann auf einer Fensterbank aufstellen. Und ihr werdet sehen, die Narzissen kommen erneut. Ja, und ich möchte der Narzisse heute etwas Gutes tun. Ich möchte ihr Wasser geben. Hierzu kann ich euch den Tipp geben, gießt eine Narzisse oder allgemein Zwiebelpflanzen nie mit einer Gießkanne, sondern tränkt sie in Wasser. Hierzu habe ich eine Schüssel mit Wasser fertig gemacht. Und dort stelle ich nun die Narzisse für ca. 3 bis 5 Minuten rein. Als kleinen Tipp kann ich euch noch dazu erwähnen, Narzissen blühen von ca. März bis Mai. Sie können 10 bis 40 cm hoch werden und ihr könnt Narzissen hervorragend in die pralle Sonne stellen. Sie lieben auch Schatten, aber sie sind extrem sonnenhungrig. Ja, wenn die Narzisse dann 5 Minuten getränkt wurde, könnt ihr diese dann optimal wieder in einen Blumentopf umlagern und auf eine Fensterbank stellen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch viel Spaß bei eurer Pflege mit euren Narzissen.